Amen, Geschwister. Wir preisen den Namen des Herrn. Wir sind wenig, die Geschwister sind in Urlaub, aber wir müssen froh sein, dass einer hier ist, der einer gegenwärtig ist, den wir ihn nicht sehen, Jesus Christus. Da, wo zwei und drei in meinem Namen, da bin ich. Und Geschwister, wenn wir beten, der Himmel hört. Mir kommt immer wieder dieser Vers in meine Gedanken, wo ich letztes Mal gelesen hatte, wo der Daniel betete, Geschwister, der war allein. Und er betete zum Gott des Himmels. Und Gott sendet seinen Engel und sagt zu ihm, als du anfingst zu beten, vergiss es niemals, als du anfängst zu beten, hört Gott zu. Werde ich niemals vergessen, dass jemand da ist, der dich hört. Niemals vergessen, der deine Not kennt, was du brauchst. Der sieht, was du erlebst, wie du lebst und wo du lebst. Er weiß genau, welche Gefahr es lauert. Aber wir haben Jesus, seine Gemeinde, sein Wort. Und das ist, ich danke ihm. Ich danke ihm, Jesus, was du gemacht hast. Paar Meter, die Gemeinde, paar Meter her. Und was werde ich eines Tages sagen, wenn du vor mir stehst? Was werden wir sagen? Der Herr wird sagen, mein Kind, paar Meter die Gemeinde gehabt. Manche Geschwister, manche Brüder und Schwestern, Kilometer weit. Und die haben diese Not, in die Gemeinde zu kommen. Und der Herr sieht es, sieht, wie ihrem Herzen drin ist. Es kann sein, viele wollten kommen und könnten nicht. Wegen Arbeit, Krankheit, egal was. Der Herr sieht aber das Herz, ob du wolltest oder nicht. Ich möchte lesen, Geschwister, von Matthäus Evangelium, Kapitel 28, Matthäus Kapitel 28, ab Vers 16. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Es ist das Wort des Herrn. Es ist wahrhaftig und das ist so. Aber, Geschwister, sie gingen auf den Berg und wir kommen in die Gemeinde, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und Jesus, und wir wissen ganz genau, wo Jesus uns haben möchte. In der Gemeinschaft der Heiligen Geschwister. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder. Er ist auferstanden, Geschwister. Aber was geschieht? Etliche aber zweifelten. Zweifel, Geschwister.
Jesus steht vor ihnen und etliche zweifeln. Ist das doch vielleicht nicht er? Oder doch? Und Geschwister, Zweifel, als ich das las, wie kann das sein? Jesus steht vor ihnen. Sie kennen ihn doch, seine Stimme. Und glaubt mir, Geschwister, wir wissen ganz genau, der Zweifel, woher er kommt. Sollte Gott gesagt haben, das kommt doch in Erinnerung, wie der Teufel zu Eva kam und sagte, Eva, sollte wirklich Gott gesagt haben, oder ist es nicht so ein bisschen anders? Und es ist möglich, dass er auch heute, Geschwister, diese Stimme kommt. Während wir in seiner Gemeinde sind und sitzen, dass er kommt und sagt, ist das wirklich die Gemeinde des Herrn hier, wo du hier sitzt? Oder gibt es was anderes? Das kann vorkommen, Geschwister. Ist es wirklich das Wort Gottes, das du hörst? Oder ist es was anderes? Und der Herr Jesus, Geschwister, das gefällt mir. Er sagt nicht, ihr, die ihr zweifelt, geht zu den Linken. Und ihr, die ihr glaubt, zu meiner Rechten. Das steht nicht. Weil Jesus sein Wort sagt, und wenn ich an das Wort glaube, was er sagt, und ich im Herzen vornehme und sage, Jesus, ich weiß nicht, ob das so ist oder nicht, aber ich vertraue dir. Und auf dem Weg weiß ich, dass ich es merke werde. Ich werde es merken, ob das du tatsächlich bist, ob das deine Gemeinde ist. Und der Herr sagt, wandle nur. Höre auf mein Wort und du wirst sehen, dass ich es bin, der Auferstandenen, der wandelt. Und der Herr wird den Zweifel wegnehmen. Und du wirst sagen, ja, es ist tatsächlich der Herr, der Auferstandenen. Und Jesus sagt, Geschwister, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Er hat die Macht, Geschwister, den Zweifel von deinem Herzen wegzunehmen. Wenn du sagst, Jesus Christus, ich will dir folgen, aber ich zweifle, ob kannst du auch meine Probleme lösen? Weiß ich nicht. Der Teufel kommt, Geschwister. Ach, weißt du was? Dieses Problem, ob das der Herr lösen wird? Im Glauben, sag es, der Herr wird alles übernehmen in mein Leben. Im Glauben, weil ihm ist alle Macht gegeben, Geschwister. Er sagt ein Wort und ihm wird es geschehen, Geschwister. Im Himmel und auf Erden, alles hört auf ihn. Und der Herr lässt auch den Feind, Geschwister, damit er mein Herz prüft, ob ich daran glaube oder nicht. Wir sollen glauben an das Wort, Geschwister. Wir sollen glauben, ich bin mir sicher, das Wort, das wir in unsere Hände halten, es ist wahrhaftig sein Wort. In die Gemeinde, wo du heute bist, es ist seine Gemeinde. Er hat dich hierher gebracht. Er will dich beschützen und bewahren. Es ist der Ort, in dem du hier sicher bist und bewahrt bist. Es ist der Ort, Geschwister. Draußen ist Gefahr. Wir sehen, was draußen geschieht, Geschwister. Und es ist immer schön, wenn wir kommen
und Knien ihn suchen. Und das Herz freut sich und erfüllt sich mit dem Heiligen Geist. So geht nun hin und macht zu Jüngern. Er sagt zu allen Geschwistern, weil er weiß genau, wenn ihr das tut, was ich euch sage, werdet ihr sehen, dass ich es bin, der auferstandene Jesus. Es ist er, Geschwister, der dich berufen hat, mich berufen hat, der Wahrhaftige, der in dir lebt und dir die Kraft gibt, weiterzugehen. Und das Wort wird lebendig. Du erlebst es. Wir erleben das Wort, Geschwister. Was geschrieben steht, das sehen wir draußen, Geschwister. Die Menschen werden jammern und weinen. Es steht geschrieben, die Unruhe der Menschen heutzutage in der Endzeit. Das ist so. Der Herr hat es gesagt. Der Herr hat es vorhergesehen. Und Geschwister, der Jesus Christus. Wir sehen auch einen, der auch zweifelte. Und Jesus hat kein Problem, Geschwister, weil er kommt und bestätigt es. Wir lesen auch im Johannesevangelium Kapitel 20, auch einer, der zweifelte. Auch ein Jünger, der zusammen mit Jesus war. Und Jesus sagte, am dritten Tag werde ich auferstehen. Geschwister, mich braucht ihr nicht zu hören. An anderen Menschen braucht ihr nicht zu hören. Da könnt ihr zweifeln, ob der wahrhaftig die Wahrheit sagt oder nicht. Aber Jesus, was aus seinem Mund rauskam, war nur Wahrheit und Leben. Geschwister, er sagt, ich bin das Leben. Da steht er, auferstanden. Er hat bezeugt, dass er das Leben ist, weil er auferstanden ist, Geschwister. An den glauben wir. Wenn er was sagt, es geschieht. Wenn er dir gesagt hat, ich werde mit euch sein, dann wird er mit uns sein. Er wird mit dir sein und mit mir sein. Werde ich aber mit ihm sein? Das ist die Frage. Der Jesus fragt dich, wirst du mit mir sein bis am Ende? Ich werde mit dir sein. In deinen Zweifel, in deiner Not, in den Trauer. Ich werde mit dir sein, wenn du nach mir rufst und auf mich schaust. Wirst du aber mich rufen? Wirst du nach mir schauen? Wirst du an mich glauben? Wirst du mein Wort lesen? Geschwister, ob ich dem Herrn liebe, merke ich, wie oft ich sein Wort lese. Wie oft, ich sehe ihn nicht, aber das Wort Gottes sehe ich. Ihn sehe ich nicht, aber in meine Hände trage ich sein Wort. Je mehr ich sein Wort lese, je mehr Sehnsucht ich habe an sein Wort, so Sehnsucht habe ich an Jesus Christus. Ihn zu sehen, mit ihm zusammen zu sein, ist sehr wichtig. Wie sehr sehnst du dich an sein Wort, so ist auch deine Liebe zu ihm. Nicht mit Wörtern, Geschwister. Nicht ich glaube. Viele glauben auch draußen. Viele sagen, ich glaube an Gott, an Gott, an Gott. Aber Jesus, Geschwister, das ist wichtig. Wie sehne ich mich an, für ihn, an sein Wort zu lesen. Vers 24, Kapitel 20 von Johannes Evangelium. Thomas, aber einer von den 12, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Oh gut, er war nicht da. Aus welchem Grund, wissen wir nicht. Da sagten ihm die Jünger, wir haben den Herrn gesehen. Und wir sehen auch, Geschwister, wir spüren ihn. Wir wissen, dass er gegenwärtig ist, dass er da ist. Ich bin mir sicher, dass er da ist, Geschwister. Ich bin mir sicher, weil diese Freude, diese Kraft, diese Liebe, die kann nur er geben. Das kommt nicht von mir, das kommt nicht von uns, Geschwister.
Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, das macht doch er, nicht wir. Da sprach er, wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe, sehr, sehr wichtig, Geschwister, was er sagt. Wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe, wisst ihr warum? Weil es gibt viele, viele falsche Jesuse heute in dieser Welt. Sehr wichtig. Wie erkenne ich den wahrhaftigen Jesus Christus? Wenn jemand kommt und sagt, ich bin Jesus. Es gibt sehr viele Geschwister, glaub mir. Ich weiß, von was ich rede. Es ist voll von Jesus heute die Welt, Geschwister. Wenn ich mich nicht täusche, bis jetzt kenne ich 400. Es sind vielleicht mehr. Und Thomas sagt, der wahrhaftige Jesus hat seine Wunden an seine Hände, Geschwister. Und das Stechmal hier hat es immer und ewig wird es haben. Das ist der wahrhaftige Jesus Christus. An das erkennen wir. Viele können kommen und sagen, ich bin Jesus. Nein. Der Jesus ist im Himmel. Und das ist sehr wichtig, Geschwister. Man soll nicht glauben, alles, was in der Welt gesagt wird. Nägel mal lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben. Geschwister, es ist sehr wichtig. Lies genau die Bibel. Glaub nicht jeden, der kommt und dir sagt, das ist geschehen, das wird geschehen, das sind die Wunder. Glaub es nicht. Lies die Bibel und schau ganz genau, wie Jesus gewandelt ist. Geschwister, es gibt Versammlungen heute, da rennen sie hin und her. Und wenn ich an Jesus denke, an seine Demut, an seine Heiligung, das kann nicht Jesus sein. Die Jünger, die heilig wandelten. Geschwister, wir müssen Acht haben, was wir hören in dieser letzten Zeit. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wiederum drinnen und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Tür verschlossen waren, und tritt zu ihnen Mitte und spricht, Friede sei mit euch. Es ist immer gut, wenn der Friede in uns herrscht, Geschwister. Friede heutzutage ist sehr, sehr wichtig. Das haben die nicht alle Menschen. Den Frieden, der Jesus gibt, sehr wichtig. Behalte ihn in deinem Herzen. Er gibt den wahren Frieden, die Ruhe in deine Seele. Behalte es ganz, ganz gut. Weil draußen gibt es Gewitter und Stürme, Geschwister. Und Feuer. Wir sehen es. Dann spricht er zu Thomas, reiche deine Finger her und sieh meine Hände. Sieh, schau genau. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Er ist Herr und Gott, der wahrhaftige, der Mensch gewordene Gott, Geschwister. Er ist es. Jesus spricht zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Menschen wollen sehen. Glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Geschwister, wir wissen ganz genau, dass Jesus wahrhaftig und lebendig ist. Wir müssen heute nicht mehr sehen etwas, damit wir glauben. Wir glauben, dass er wahrhaftig ist und Jesus sagt, glückselig seid ihr. Und Geschwister, wenn wir bleiben bis am Ende, dann werden wir sein Angesicht sehen. Wir sollen bleiben und nicht an alles hören, was wir draußen hören und sehen. Bleiben auf das Wort Gottes, Geschwister, dann sind wir sicher. Und Jesus wird bei uns sein, alle Tage, bis er kommt. Amen, Geschwister.